So, wir wollten ja eigentlich da den Graubärten. Ich hab mich gerade wieder ablenken lassen. In den meisten Fällen. Pass auf, ich benötige etwas Magie. Schleichen. Moment ist. Der taugt mir noch nicht ganz. Bin nur zu leicht um entdecken. Versteckte verlorene Messers. Aha. Abier. Der geht mir nicht gerne. Ich möchte mich nur drauf. Bevor ich Pause mache, eigentlich. Oder, wie manche nur mehr. Was sagst du dazu? Das ist auch ein Schimmerharz. Nein, Mann. Ich bleib bei den Graubärten. Graubärte, ich komme. Geschwind alle in den Berg auf. Oh Gott. Was haben wir so nicht gemacht, G? Ich warte auf einen würdigen Tod. Ein alter Ork. Geht, wenn ihr nicht hier seid, mir einen würdigen Tod zu bescheren. Ja, würde ich mich einfach hinlegen und sterben, würde es Malakat nicht gefallen. Meine Zeit ist gekommen. Ich bin alt. Zu alt, um noch Häuptling zu werden. Es wäre falsch, in meinem Alter noch Frauen zu nehmen. Also werde ich sterben. Malakat hat mir die Vision eines glorreichen Todes geschenkt. Ich warte hier darauf, dass sie sich erfüllt. Wie ihr seht, ist es noch nicht geschehen. Was hat denn super vielleicht ein bisschen noch einfacher? Vielleicht. Seid ihr euch da sicher? Wir werden sehen. Toshi, hau dazu. Ey, wo ist denn los? Die ist einfach zerschlungen. Dumme Sau. Habt ihr nicht drauf? Na, Lydia, den Propper schon. Ich hab das gegen schlechtere Gegner als euch gekämpft. So, was ist jetzt? Der Deppel des Säbels an die gewohnt, hier gehen wir. Aber mal über da, gell? Da ist er. Oh Gott! Super gut gefällt. Scheiße. Na Freunde, das kann ein bisschen länger dauern. So, der Tiger. Kumpel, bin gut. Speit, Hobby. Ja.
Scheiße. Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. Der alte Ork, der lädt dich, hä? Aha, den mag ich nicht. Freund, bist fällig. In den Arsch. Erbärmlicher Schwächling. Alter, ich hab ihn erschlungen. Mit Mühe und Not. So, der gute Mo war stärkhaltig genug, gell? Stark und lästig. Fräulein Lydia, wie schaut denn aus? Da ist. Hätte ich Mutti oder der Schlung. Oh Gott, bin neu drum. Jetzt sollte dumme Erfe gehen, wir noch mal in Pause. Oh, vielleicht aber nix. Da war schon zwei Wölfe. Aber so richtig. Ich weiß ja nicht, den oder der richtige Weg. Mag sie fast bezweifeln. Oh Gott, wo bin ich immer? So, jetzt bin ich. Da rum irgendwo. Und ich wollte eigentlich. Da um mich. Wobei, da ist ein bisschen schön. Jetzt sind wir gerade wieder vor Genuppung. So, die Schneebären, die frieren sich zusammen. So, lieber Gott, die Graubärte. Müssen die ja gerade oben wohnen. So, wie schaut denn aus? Nicht besser, gell? Die Frage. Mit der da hinten, ha? Wobei, so schlecht schaut es gar nicht aus.
Pass auf, der Tiger. Die Pirouette dreht. Oh Gott, da schaut mir alles an. So, der Müll ist jetzt gerade noch irgendwie drauf, ja? Am besten drauf. Scheiße, wird nix. Lydia schaut schlecht aus. Aber da kann man wieder richtig drüber sein. Da fühlen sie sogar die Kanickel wohl. Was sagt denn? Stimmt das, Niki? Nicht so ganz. Bendito, ein Troll. Ein trolliger Troll. Bekanntermaßen sind die ein bisschen lästig. Nirnwurz. Was kann ich da schürfen? Aber zum Schürfen brauche ich eine Spitzhacke. Detlef. Bin kein Schürfer. Ich mache lieber eine Bergwanderung. Warte auf die Grabbärte, bin ich was dummend. So, der Gospel flüchtet schon. Aus gutem Grund. Bin der Romanji. Iberstadt. So, lieber gut. Oh, ihr reist herum. Dann habt ihr sicher furchtbar viel zu Könnt ihr mir irgendetwas Interessantes erzählen? Ich wünschte, ich könnte mit euch gehen. Der Sternschnuppenhof. Diese verdammten Bären machen mich verrückt. Es gibt bestimmt keinen ungeeigneteren Ort in Himmelsrand. Macht ihr Witze? Diese verdammten Biester treiben mich in den Ruin. Wisst ihr was? Wenn ihr mir 10 ihrer Pelze aus Himmelsrand bringt, bezahle ich euch für das Ausdünnen der Population. 10 Pelze? Das ist Wahnsinns. Jetzt verpasst diesen dummen Bären eine Abreibung.
pass auf, bevor wir den Bären eine Abreibung erteilen, machen wir eine Pause. Und die machen wir am besten mit der Kneipen, wie meistens. Freunde, da bin ich. Ich seh schon. Die Gasthäuser schauen alle gleich aus. Ich meine, die bauen serienmäßig. Der Joftor. Bassanius. Entschuldigt, mein Herr. Möchtet ihr, dass ich euch etwas auf meiner Laute vorspiele? Nicht. Ich dachte, du Wulf. Bitte, Rudolf, jetzt gehen wir. So, pass auf. Wenn euch der Sinn nach etwas Musik steht, dann schaut aus, holt Zimmer frei. An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, hä? Ach so, mein Krippel kann nicht verkaufen. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Braucht ihr ein Zimmer? Oder was zu trinken? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Drachen in der Nordspitze. Aber, jetzt noch der Pause. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Respekt. Hier entlang. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Okay, Leute, dann werde ich so bei zarten Lauten klingen. Bitte sagt Bescheid, machen wir eine Pause, was für euch tun kann. Und beim nächsten Mal geht da genau da weiter. Bis dann. Und servus.